Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. Wir haben Dinge zu tun, denn es hat sich eine interessante Situation ergeben hier im Zwischenland. Ich habe ja damals, als ich in der Tafelrundfeste war, bin ich ja zur Fia gerannt. So, und dann wurde mir gesagt, was machst du da eigentlich? So voll scheiße, was die macht. Dann war sie weg und hat mit dem Dee rumgefummelt und hat ihn so lange befummelt, dass er anscheinend in ihren Armen irgendwie krepiert ist, was ich nicht geschnallt habe. Und dann habe ich die Fia vermisst. Ich habe sie wirklich sehr vermisst. Fia war so mein Anhaltspunkt, das war mein Punkt, dass in der Tafelrundfeste noch alles in Ordnung ist, wenn man das so sagen kann. Jetzt sind wir da angekommen bei diesem Punkt, dass die Fia irgendwo rumhockt. Und ich habe mich recht schnell wieder von ihr gelöst, nachdem ich mich zweimal umarmen lassen und sie ein paar Mal angequatscht habe. Jetzt habt ihr mir geschrieben, mehrfach, ich soll doch bitte zu ihr zurückgehen. Schon seltsam, wie sich so die Dinge ändern, gell? Erst soll ich weggehen, weil sie doof ist, und jetzt soll ich wieder hingehen, wahrscheinlich, weil sie auch doof ist. Dann das Traurigste ist natürlich, was ich mit dem Bock gemacht habe. Warte mal, wir sind falsch. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich ihn jetzt irgendwie zum Tode verurteilt habe. Wäre schade. Wo muss ich eigentlich hin? Hier. Fia, Gefährtin auf dem Sterbeweg. Ja, ich habe das gar nicht so verstanden irgendwie, dass sie da voll die Böse ist. Also sie wollte doch nur den Godwin zurückholen. Vielleicht ist sie sehr traurig. Wo ist sie denn? Oh nein, Fia, was ist los? Hä, was ist jetzt los? Wieso ist denn sie so? Fia, ich kann nicht mit dir reden. Fia, berühren. Was? In den Traum des Sterbebetts eintreten? Wieso? Ihr habt doch gesagt, ich kann mit der reden. Ich kann überhaupt nicht mit der reden. Die will direkt, dass ich mit ihr irgendwo hingehe. Ja. Hä, ist die nackig? Der hat keinen Schlüpper an. Seht ihr das? Die ist nackig unter ihrem Kleid. Waren das Fliegen? Hat sie schon gestunken? Was ist hier los? Was ist das denn? Ihr habt das nicht gesagt. Das finde ich aber voll scheiße. Was soll das? Und das gerade am Anfang der Aufnahme. Ach du heilige Makrela. Ist das Fia? Hier renne ich nochmal. Was ist das denn für ein Vieh? Bring ihn um! Oh oh. Lichtdrache Fortisax. Von dem habt ihr mir nichts erzählt. Also ich bin froh, dass ihr mir nichts erzählt habt, aber... Oh Gott. Was ist das denn? Ach, das war ja so klar, dass hier noch irgendwas Schlimmes passiert. Ich mag's nicht. Ah, wieso kann man hier überall festhängen? Bring ihn um! Nee, bring sie um. Lichtdrache. Ist das ein Typ? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! Tränchen, geh ran. Mami, stolz. Tränchen. Wir müssen da hin jetzt. Ich will mit... Boah, was ist denn das denn da hinten? Was ist das denn krasses? Boah, wie sieht's denn hier aus? Tränchen, mach das mal. Boah. Das ist ja Traum. Das ist ja krass. Komm, wir gehen mal hier ran, während der sein Ding macht. Los, Tränchen, wilde Schläge. Los, geh ab. Wilde Schläge, los. Auf ihn mit Brüll. Wir hauen ihn. Ich trage fort die Sachs. Lichtdrache Fortisax. Echo des Licht. Des Lichtdrachen. Ist ja gar kein Lichtdrache. Was ist er denn? Ein Licht oder ein Lichtdrache? Hab ich jetzt etwa Fia umgebracht? Das kann ich mir nicht verzeihen. 120.000! Boah! Was hatten Sie jetzt hier? Oh, ich habe sie echt umgebracht. Heilrune erhalten.
Heilrune des Todesprinzen. Hey, nein! Wegen euch habe ich Fia umgebracht. Sie war meine einzige Freundin neben Bock. Nein! Also ich bin schon sauer. Nein, ne? Nein, ich habe Fia umgebracht. Was mache ich jetzt mit dem doofen Ding? Lichtprinz-Scheißding da. Hier sieht schon sehr geil aus. Wieso hört man hier eigentlich fliegen? Ich dachte, die will mit dem anderen sterben da. Die will mit dem anderen nebeneinander schlafen irgendwie. Na toll, jetzt habe ich es umgebracht. Danke. Arme Fia. Machen wir erstmal Level up. Wir machen erstmal ein ganz trauriges Level up. Was machen wir denn? Das will ich irgendwie nicht machen. Oh. Was habe ich jetzt eigentlich gerade gemacht? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Prince of Death, take a good long look. See the wrath of the Golden Order, the Order's justice writ in blood. This is what's become of your precious witch. Naught but expired meat and bone. This is a proper death, oh prince. Look at this rotten hole. No more children can be got from this useless flesh. Behold, your mother is dead. Du Sackgesicht, ich würde am liebsten hauen. Fias Kapuze. You witch, and you, you ghoul. This is the wrath of D. Kann ich ihn hauen oder bringe ich ihn dann direkt um? Ah, hello. The rotten witch is dead. The Golden Order unsullied. Now I can look my brother Darien in the eye. Honeyed rays of gold, deliver my spirit. Bist du bescheuert? Oh, ich würde dich so gern hauen, das glaubst du gar nicht. Darien, now I have no regrets. Honeyed rays of gold, deliver my spirit. Boah. Darien, now I have Ach, halt doch no die Gusche. Regret. Ist der jetzt immer noch da und nervt? Ich hätte ihn echt umbringen sollen, glaube ich. Ach, Fia, hast du mir so leid. Ich habe dich umgebracht. Ach, toll, ey. Also es bringt überhaupt nichts. Hier kann man doch niemanden retten, oder? Ich bin das Ergebnis meiner Umwelt. Und meine Umwelt ist furchtbar gemein zu mir. Deswegen bin ich irgendwie auch gemein zu den anderen. Ohne es zu wollen. Ja, wir haben hier noch einige Dinge zu tun. Hier zum Beispiel. Hier ist noch so ein anderer Typ. Sollen wir mal zur Hütte des abgeschiedenen Händlers und gucken, ob es Nacht ist, vielleicht? Wir hätten ansonsten noch hier einiges... Was ist da eigentlich? Wer ist da? Ach, der Wolf. Ja, Wolfi ist ja da. Ach. Das doofe Ding hier. Das müssen wir auch noch machen. Man soll die wo erkennen können. Ich erkenne die nie. Selbst wenn ich weiß, dass die da irgendwo sind, erkenne ich die einfach nicht. Ich weiß es auch nicht. Ach ja, hier oben waren wir auch mal. Hier kommen wir nicht weiter. Hier soll wohl nur der Eingang zur Stadt sein. Hier gibt es eine Karte. Wie komme ich denn da hin? Was ist denn der offizielle Weg? Wenn das hier hinten der offizielle Weg ist, wie komme ich denn da hin? Da müsste ich ja von hier unten irgendwo hinkommen. Ja. Fia ist weg. Wir gucken uns das mal das an. Wir versuchen mal das zu finden. Was ist das denn? Wieso habe ich denn die ausgerüstet? Ich will doch aber gar nichts ausgerüstet haben. Boah. Ja, das kann man machen. So. Passt, gell? Jetzt gucken wir mal. Finde ich das jetzt direkt? Es ist ein Schlüssel gewesen. Eine Heilrune. Heilrune. Wo ist die Heilrune? Das gehört beides zusammen. Da fehlt uns noch was. Heilrune. Du willst mich doch veräppeln. Was ist das denn hier für eine Scheiße?
Kann mir das mal jemand sagen, was das soll? Da war ein Schlüsselsymbol. Hier ist er. Oh, Mann, ey. Eine Rune, die in Fia herangereift ist, der Gefährtin auf dem Sterbebett. Der Eldenfürst ist damit in der Lage, den zertrümmerten Eldenring wiederherzustellen. Wird aus den zwei Halbkreisen des Weihezeichens zusammengesetzt und macht das Prinzip des Lebens im Tode zum Teil der Ordnung. Die goldene Ordnung wurde durch die Einschränkung des Schicksals Todes erschaffen. Folglich wird der Tod die neue Ordnung entscheidend prägen. Okay, also brauchen wir das Ding für das Ende. Oder was? Verstehe ich das gerade richtig? Ich hoffe. So, wir haben die gute Vier verloren. Ihr habt euren Willen bekommen. Ich werde nie wieder über Vier reden. So, gehen wir jetzt hin hier. Ist das da eigentlich Godwin? Der da? Ach ja, und der alte Kreis, der hat ja gesagt, wir sollen eigentlich zur Hauptstadt gehen, ja. Aber ich höre auf den alten Kreis. Ich finde ja komisch. Na, hier. Sir Gideon Ofnir. Finde ich sehr komisch, diesen Typ. Wir werden jetzt mal gucken, es ist Nacht, ob hier der wieder da ist. Sir Gideon, es ist Tag. Sehr schade, es ist Tag. Tag. Wir machen mal, dass es Nacht ist. Zeit vertreiben bis zum Nachteinbruch. Das Problem ist, ich muss jetzt wieder ohne Tränchen kämpfen. Und wenn Tränchen nicht da ist, bin ich immer relativ allein. Wo ist er? Komm raus, du. Wir gehen so lange, wir das davon einsammeln. Ist er da? Wie lange muss ich jetzt hier rumlaufen? Da haben wir auch schon alles tot gemacht. Hier haben wir nur noch den und den Großen. Dann müssen wir wieder zurück zu diesen anderen Dingen. Wo kommt denn der hier raus? Hallo? Wie muss ich ihn hier warten? Wir hauen da jetzt ein Loch rein. Sammeln wir erstmal diese kleine Rune hier ein. Blopp. Die spawnen zum Glück immer wieder. Das ist schon irgendwie karg, oder? Außer die Bäume natürlich. Wo ist denn jetzt hier mein Freund? Aber. Kommt der nur manchmal oder kommt der gar nicht mehr? Soll ich vielleicht zur Tafelrundfeste zurück und soll den allen sagen, dass ich irgendwie Vier umgebracht habe? Hi. Was hast denn du so? Have a safe journey. Ja, have a safe journey. Safe journey. Ich hätte gerne eine safe journey, aber... Wir reiten mal woanders hin. Wo reiten wir hin? Wir kommen aber gleich wieder zurück. Da unten ist der... Boah, dass man den hier schon sieht. Ist da hinten eigentlich irgendwas? Kann man da irgendwas spielen in diesem Kolosseum? Also wenn ja, wird es wahrscheinlich sehr krass ekelhaft sein. Wir rennen nochmal hier hoch. Es ist sehr dunkel. Komm raus! Es ist dunkel, also komm raus. Ich weiß, dass du da bist oder wanderst du. Komm raus, ich bin bereit. Oh. Okay. Ist er da? Will der? Da ist er! Oh nein, ich hab Angst. Langperlenjäger hat mich gesehen. Ich hab Angst. Kick.
Boah, stimmt, der macht ja das, hab ganz vergessen. Au. Das ging jetzt aber schnell. Okay, wir haben heute schon Licht drauf. Wir müssen ja nicht so viel hier in dieser Welt umbringen. Wir sind ja sehr stark im Moment. So, es ist wieder hell. Ein Glück. Ein Glück, lieber Händler, es ist wieder hell. Wir sind gestorben. Wir sollten vielleicht erstmal unsere Runen einsammeln, bevor ich das hier vergesse. Wo habe ich die denn liegen lassen? So. Und mit unseren Runen sammeln wir jetzt erstmal das hier ein. Und da hinten das und reisen mal zurück in die Tafelrundfest. Ich will mal gucken, ob die zu irgendwas anderes erzählen. Aber grundsätzlich ist ja da überhaupt niemand mehr. Irgendwie. So, Tafelrundfest. Ich habe die vier umgebracht. Soll ich das irgendjemand erzählen hier? Will das irgendjemand wissen? Ist irgendjemand neu? So, Gideon offen. Ihr könnt mal mit wem könnt man reden, aber. Oh. I need to do better than this. This will never kill a god. I can do better than this. It needs to slay a bloody god. Okay. Oh, it's you. Don't pay me any mind. It's not important. Just lay out your arms. Warum hat denn der zu komisch geschnattert? Bist du auch am Schnattern? Nee. Da hinten, da war die andere. Da hat die Fia den die umgebracht. Obwohl ich immer noch nicht glaube, sie hat ihn umgebracht. Hier ist aber immer noch zu. Obwohl hier das Licht an ist. Dürfen da nicht rein. Hilfe. Also wie man es hier macht, macht man es grundsätzlich erstmal verkehrt. Der hat gemurmelt, also hat sich das schon mal geändert. Wo ist denn hier unsere Liebe? Hier. Bist du immer noch am Jammern? Ach ja, hör auf zu reden, ey. So. Immer noch kein Koch da. Ich könnte ja hier eigentlich als Koch anfangen. Ich bin zwar nicht im Kochen geübt, aber für die was zusammenbrutzeln, das kriege ich wahrscheinlich auch noch hin. Hier oben haben wir schon den Die sterben lassen. Also, es ist besser, wenn die Leute am besten nicht mit uns in Berührung kommen. Das ist nicht gut für die. Das ist wie bei. Wo war denn das? In irgendeinem. Hockt der andere da hinten? Ja, der hockt da immer noch. Hallo, Dungi. Dungi, Dungi. Bist ein bisschen eklig, gell? I asked you not to disturb me. Be thankful of the whole serenity. It is all that keeps your death and defilement at bay. Der ist ganz schön widerlich. Ich will nicht mit. Soll ich mal mit Gideon offen hier reden? Sir Gideon Offenier. Der alte Mann, der irgendwie auf sein. You. Was gibt es? Über die geheimen Medaillons, die unauffindbaren Halbgötter. Die unauffindbaren Halbgötter. There are four more demigods yet to be located. Mikola of the Helig Tree. The Unalloyed. His twin, Melania. The undefeated swordswoman. Luna Princess Rani, daughter to Renala, and the one only known as the Lord of Blood. Rani is said to have cast aside her great rune. So here at the Hold, we seek the whereabouts of the remaining three shard bearers. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long-lost rite known only to me. We both desire to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. As such, I hope we are compelled to work together. F-
find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the mist-shrouded lake of Liurnia. She knows the location of the medallion's counterpart, I am sure. Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the Ruinen westlich, nun sind Osten, Westen, Ruinen von Laskia. Laskia, westlich. Ruinen von Laskia, westlich. Das hier war noch die Ruin. Westlich. Also hier irgendwo. Found the Albinoric Room. Typi, Frau, Dame. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm zusammenarbeiten soll. Seine Ziehtochter hat er ja auch einfach so abgeschoben. Er scheint irgendwie nicht so der Mega-Vater zu sein. Westlich. Irgendwo hier. So, guck mal, was hier abgeht. Eigentlich müssten wir auch mal zum Haus Vulkan, oder? Die Albinauric Woman, ist die nicht irgendwie... Die ist doch eigentlich bei uns dabei jetzt schon. Sie hat sich doch in Luft aufgelöst. Im Nebel. Hier ist Nebel. Hier ist ein Zweig. Sie hat auf jeden Fall eine Robe angehabt, glaube ich, wie alles andere auch in diesem Spiel. Wir haben jetzt auch eine Robe. Wir können eigentlich mal hier rumlaufen. So. Hier sind wir nun. Wo ist die Albinauric Woman? Hallo? Wo Albinauric Woman? Au. Batteriezustand. Na, super. Was ist denn da für ein Loch? Ist da ein Loch in der Wand? Natürlich ist da kein Loch in der Wand. Da ist ein Loch in der Wand. Hä, was ist das denn hier? Kristallhöhle am See, hier waren wir doch schon mal. Ja, nee. Hier waren wir schon mal. Also hier ist die gute 4 schon mal nicht... ich weiß überhaupt nicht, wo lang. Hilfe. Wir haben zu viele Runen dabei, dafür, dass ich hier so rumstolper. Vielleicht ist die Albinauric Woman auch noch gar nicht da. Sie hat einfach ihren Wolf zurückgelassen. So, wir sind ja immer noch westlich. Fast. Was ist das denn? Oh nein, da liegt sie ja. Ist sie das etwa? Da liegt doch eine Tote. Sie hat doch gesagt, sie hat eine Robe angehabt. Ist das die? Oh nee, ey, das darf doch wohl nicht wahr sein. Habt ihr die umgebracht? Au, au, hallo. Bitte Achtung. Oh, ein Schwertchen. Blubbelfleder Deutsch. Ich traue dem Sir Gideon nicht. Ist sie da? Nee, das ist sie nicht. Glasspiel, habe ich schon gedacht. Aber es wäre cool, dann hätte ich sie endlich mal gefunden. Sie können uns zwar so nicht mehr weiterhelfen, aber wenigstens hätten wir sie gefunden. Mal
meint er, sie ist da oben? Nee. Aber hier ist ein Pilz. Gut, ich glaube, wir müssen unsere Suche abbrechen. Ich weiß nicht, wo die rumstehen soll. Sie Albinauric Woman. Hier schon mal nicht, auf jeden Fall. Hier haben wir so ein. So, jetzt sind wir hier wieder da. Ruinen von Laskia. Nicht dahin gekommen. Aua. 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 Boah, ihr nervt aber, hallo. Er war auf jeden Fall aus dem Gang nach unten, oder? Bleib da, wo er herkommt, ey. Grabpfeilchen. Da oben ist noch einer. Aber das sind ja keine Albinaurixe. Auf damit. Hört sich nicht. Sie ist nicht da, aber weil ich gerade nicht weiß, wohin, fahren wir mal mit diesem Portal irgendwo hin. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich weiß nicht mehr, wo wir rauskommen, aber wir gucken einfach mal. Oh, die Zeit ist um. Entschuldigt bitte, dass ich überzogen habe. Wir haben heute nicht viel geschafft, aber wir haben mit der Vierer nicht geredet. Wir haben nicht mit der Vierer geredet, tatsächlich. Ach, wir sind hier. Ach, naja. Okay, wir sind hier. Wir haben nicht mit Sophia geredet. Wir werden als nächstes mal hier hingehen. Südaltar. Hier ist der Turm. Hier ist noch der andere. Also hier ist einer und hier oben soll ja einer sein, gell? So. Vielleicht gucken wir da mal nächstes Mal. Fehlt halt noch ein dritter, naja. Hier drüben, das Vieh ist, glaube ich, immer noch zu stark. Sollen wir da mal hin? Ich weiß noch nicht. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.